Und immer wieder der gespannte Blick aufs Handy, auf den Rechner, auf die Ergebnisse der Kommunen, die nach und nach eingestellt werden. Das Hellblau auf der Landkreiskarte steht für die Gewinne der AfD, was den CDU-Mitgliedern bei der Wahlparty in Görlitz zunehmend Sorgen macht. Der ländliche Raum war schon durchaus zu vermuten gewesen. Jetzt gucken wir auf die Städte und mehr konnte man jetzt nicht machen. Florian hat einen super Wahlkampf gemacht, er ist überall hingegangen, da auch, wo es weh tat. Und jetzt müssen wir schauen. Ich glaube noch an Florian. Ganz fest, unser Wahlkampf war gut, wir haben ihn mit unterstützt und ich glaube an die Vernunft auch der Menschen. Florian Öst heißt ihr Hoffnungsträger. Der 34-Jährige sollte die Schmach der letzten Bundestagswahl wieder gut machen. Damals verlor der heutige Ministerpräsident Michael Kretschmer den Wahlkreis an den AfD-Herausforderer Tino Chrupalla. Kretschmer zog es wohl auch deshalb im aktuellen Wahlkampf immer wieder in seine Heimat nach Görlitz. Mehrmals zeigte er sich hier mit Öst, zuletzt gemeinsam mit Friedrich Merz. Ich bin ja einer von ganz wenigen, der gesagt hat, auf die Landesliste gehe ich nicht. Und selbstverständlich bin ich davon abhängig, ob ich die Mehrheit der Menschen hinter mir vereinen konnte, heute oder nicht. Die Klimawende, der Kampf um Arbeitsplätze, Abwanderungsstrukturwandel, große globale Themen, die für die Menschen hier in der Lausitz ganz konkrete Folgen haben und hier viele beschäftigen. Also wenn mit der Kohle dann weg ist, dann brauchen wir viele Arbeitsplätze hier, sonst sind wir ganz weg. Sonst ist ja keiner mehr hier, wenn die alle wieder abwandern. Dass mit dem Strukturwandel auch die Arbeitsplätze bleiben, sich neue Perspektiven für uns junge Familien hier entwickeln, dass wir gerne hier bleiben können, dass unsere Kinder hier eine Zukunft haben. Berlin botet die Region aus. Es geht denen ums Geld, ums eigene Geld und um die eigene Macht. So war es bisher bei der GroKo. Ob sich jetzt was ändern wird, ich glaube es kaum. AfD-Direktkandidat Chrupalla sagte noch heute Morgen bei der Stimmabgabe, er rechne mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis Görlitz. Das haben auch Sie hier bei der CDU-Wahlparty in Görlitz gehofft. Doch dafür erscheint im Laufe des Abends dann doch zu viel helles Blau auf der Landkreiskarte. Ja, bislang hatten wir die Zahlen aus dem Bund für ganz Deutschland. Wir hatten die Zahlen für die 5 Länder im Osten. Jetzt liegen uns Zahlen speziell für Mitteldeutschland vor. Jens, bitte. In der Tat, wir haben ein Stimmungsbild in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein Stimmungsbild, nicht mehr und nicht weniger, aber deswegen interessant, weil so ein Stimmungsbild eben auch zu politischen Folgen führen kann im Extremfall in der Landespolitik. Wir schauen zuerst nach Thüringen. In Thüringen hat die CDU bei dieser Bundestagswahl 17,1% der Stimmen errungen. Deutliche Verluste. Die SPD liegt bei 23,2%, kann in Thüringen erheblich punkten im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis im Land bei der letzten Wahl plus 10 Prozentpunkte. Die AfD in Thüringen auch mit leichtem Zugewinn bei 24,3% der Wählerstimmen. Sie wird bei diesem Blick in Thüringen bei dieser Bundestagswahl stärkste Kraft. Die FDP 9,2%, die Linke in Thüringen bei 11,1% mit deutlichen Verlusten und die Grünen in Thüringen bei 6,2%. Also die Unterschiede zum Bundestrend, die sind ganz klar. Die CDU in Thüringen nochmal mit deutlich größeren Verlusten. Die AfD mit einem deutlich anderen Ergebnis, mehr als doppelt so viele Stimmen wie im Vergleich zum Bund. Und die Linke auch mit einem annähernd doppelten Ergebnis im Osten, also stärker in Thüringen, also stärker trotz der Verluste. Und die Grünen in Thüringen sichtbar schwächer als im Bund. Schauen wir uns das Ganze für Sachsen an. Die CDU in Sachsen bei 17,4%, auch hier deutliche Verluste. Die SPD in Sachsen bei dieser Bundestagswahl 19,3% und die AfD in Sachsen mit 25,4%, trotz leichter Einbußen, auch in diesem Bundesland bei dieser Bundestagswahl stärkste Kraft. Die FDP kommt in Sachsen auf 10,6%, die Linke auf 8,8%, die Grünen auf 8,8%, auf alle anderen entfallen 9,7%. Im Vergleich zum Bundesergebnis kommen wir in Sachsen also zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie in Thüringen. Die CDU noch mal deutlich schwächer, die AfD deutlich stärker, ein mehr als doppelt so starkes Ergebnis im Vergleich zum Bund. Die Linke trotz Verlusten stärker als im Bund und die Grünen schwächer. Gilt das auch für das dritte Bundesland in Mitteldeutschland?
Schauen wir auf die Zahlen in Sachsen-Anhalt. Hier kommt die CDU auf 20,3%, deutliche Verluste. Die SPD in Sachsen-Anhalt 25,2%, deutliche Zugewinne hier in Sachsen-Anhalt. Die AfD kommt bei dieser Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt auf 20,1% der Stimmen, annähernd vergleichbar das Ergebnis von 2017 hier im Land Sachsen-Anhalt. Die FDP 9,6%, die Linke in Sachsen-Anhalt 9,4%. Die Grünen 6,9%, auf alle anderen in Sachsen-Anhalt entfallen 8,5%. Schauen wir auch hier auf die Differenzen zwischen diesem Ergebnis im Land Sachsen-Anhalt und dem, was sich da im Bund abzeichnet. Die CDU auch in Sachsen-Anhalt mit deutlichen Verlusten noch mal schwächer als im Bund. Die SPD erstaunlicherweise in Sachsen-Anhalt ähnlich stark, die AfD wieder annähernd doppelt so stark wie im Bundestrend und die Linke trotz Verlusten stärker als im Bund. Die Grünen finden auch in Sachsen-Anhalt deutlich mehr Akzeptanz. Mitteldeutschland also tickt tatsächlich anders als die Bundesrepublik, aber eben auch nicht einheitlich, Gunnar. In der Tat. Jens, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Zahlen. Und über die wollen wir jetzt sprechen mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, den ich jetzt in Berlin begrüßen darf. Guten Abend noch einmal, Marco Wanderwitz. Guten Abend, ich grüße Sie. Herr Wanderwitz, Sie sind Ostbeauftragter der Bundesregierung und deshalb an Sie die Frage. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die AfD ist in allen drei mitteldeutschen Ländern zwischen 20 und 25%, was unsere Zahlen sagen. Am Ende ist sie eine Art Volkspartei. Warum? Ja, ich habe ja aus gutem Grund schon vor dieser Wahl thematisiert, dass wir einen Zustand haben, der nicht gut für diesen Landstrich ist. Nämlich, dass eine rechtsradikale Partei so hohe Wähleranteile hat. Leider hat sich dieser Trend verfestigt. Und insofern ist das ein veritables Problem. Die Wähler der AfD aber vermutlich anders sehen. Sie werden ja aus einem bestimmten Grund das Kreuz bei der Partei gemacht haben. Warum zum Beispiel erreicht Ihre Partei diese Wähler nicht und der AfD gelingt das? Das ist die Frage, die wir in den nächsten Tagen dann unter anderem analysieren werden müssen, wenn wir das endgültige Wahlergebnis haben. Spielte der Osten im Wahlkampf der Parteien, vielleicht auch direkt gefragt im Wahlkampf der Union, eine untergeordnete Rolle? Das war nicht mein Eindruck. Allerdings sind viele Themenfragen, die die Menschen bewegen, mittlerweile gesamtdeutsche Themenlagen. Und da gibt es eben Unterschiede beispielsweise zwischen Stadt und Land, wobei ich insbesondere beim Thema Energie schon größere Unterschiede feststelle. Nochmal auf das AfD-Ergebnis bezogen. Ich weiß, dass es auch in Ihrer Partei relativ viel Kritik an Ihren Äußerungen gegeben hat in Bezug auf die AfD-Wähler im Osten. Es hieß, es macht keinen Sinn, die eigene Wählerklientel zu beschimpfen. Nehmen Sie sich die Kritik an oder sagen Sie, nein, es ist richtig, darauf hinzuweisen? Es ist ja erkennbar nicht die eigene Wählerklientel. Ein klares Statement. Lassen wir uns am Ende noch einmal auf das große Ganze schauen. Wenn jetzt, und das scheint ja momentan so zu sein, die SPD am Ende doch vorne liegt, muss man dann als Union nicht sagen, Glückwunsch Olaf Scholz und das war's? Naja, in den Statements des heutigen Abends ist ja vielfach schon herausgearbeitet worden, dass offensichtlich jetzt in der Zeit nach Angela Merkel das Parteiensystem ein Stück weit in Veränderung steht. Und wir haben zwei Parteien, die sehr eng beieinander liegen. Wir werden am Ende sehen, wie es ausgegangen ist. Zwei weitere, die ein Stück dahinter liegen und auch ungefähr auf Augenhöhe sind. Und da spricht vieles dafür, dass erstmal jeder mit jedem redet. Und dann muss man sehen, wo die Schnittmengen am größten sind. Zum Schluss, Herr Wanderwitz, ich hatte mit Herrn Haseloff gesprochen, Ihrem Parteikollegen aus Sachsen-Anhalt. Der hat heute relativ klar gesagt, dass die Union das nächste Mal, wenn es darum geht, einen Kanzlerkandidaten zu suchen, ein anderes Prozedere an den Tag legen muss. Würden Sie das auch so sagen? In der Tat war die späte und strittige Kandidatenauswahl ein Problem. Und Rainer Haseloff hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass die Stimmungslage in Mitteldeutschland innerhalb der Union eine andere gewesen ist, was das Personal betraf. Dann ganz herzlichen Dank für das Interview, auch zu dieser späteren Stunde. Herzlichen Dank, Marco Wanderwitz. Herzlich gern, machen Sie es gut.
Ja, und natürlich haben wir für Sie auch ein umfangreiches Online-Angebot. Jederzeit sind Sie dort auf dem Laufenden. Ich kann Sie darauf hinweisen, weil wir in wenigen Augenblicken wieder nach Berlin gehen und dann mit dem AfD-Spitzenkandidaten Tino Chrupalla sprechen. Das wird jetzt noch umgebaut und deshalb nutzen wir noch die Gelegenheit, Ihnen mitzuteilen, dass Sie auch in unserer MDR Aktuell-App alles Wichtige finden und eben auch die einzelnen Wahlkreise nachverfolgen können, wie dort der Stand der Dinge ist. Und damit wieder zurück nach Berlin. Und in der Tat, dort steht jetzt Tino Chrupalla. Auch an Sie noch einmal guten Abend. Guten Abend, hallo, ich grüße Sie. Herr Chrupalla, wenn Sie sich jetzt das Ergebnis für die mitteldeutschen Länder angucken, dann sehe ich, ich blicke in das Gesicht eines zufriedenen Parteichefs, denn offenkundig haben Sie sehr gute Werte erzielt. Schauen wir mal auf den anderen Teil Deutschlands, nämlich auf den Westen. Dort haben Sie vergleichsweise schlechte Ergebnisse erzielt. Muss Ihnen das als Parteichef nicht große Sorgen machen? Ja, das ist ja das Zweigeteilte, was wir jetzt aktuell in den Ergebnissen sehen. Und das werden wir jetzt die nächsten Tage auswerten. Die positiven Ostergebnisse geben uns natürlich Rückenwind und wir werden natürlich schauen, was haben wir vielleicht in den östlichen Ländern besser gemacht als in den westlichen. Gleichwohl wissen wir natürlich, dass es im Westen ein bisschen schwieriger ist, auch Wahlkampf zu machen, dass es dort vielleicht auch manchmal ein bisschen länger dauert, bevor die Menschen auch wissen und meinen, was wir mit unserer Programmatik auch möchten. Insgesamt ist, denke ich, heute für Mitteldeutschland ein sehr guter Tag. Der Ostbeauftragte Wanderwitz ist Geschichte. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen und es gibt nur noch einen neuen Ostbeauftragten und das ist die AfD. Herr Chrupalla, hat der Westwähler vielleicht sozusagen Hemmungen, Sie zu wählen, weil er Sie für rechtsextremistisch hält? Muss Ihnen das nicht auch Gedanken machen? Ja, dann müsste man ja fragen, warum es im Osten so wäre. Also das ist eigentlich ein Argument, was schlichtweg falsch ist. Wir haben natürlich bei allen Parteien regionale Unterschiede und das müssen wir uns natürlich als AfD genauso sehen. Wir sehen es bei der CDU, die ist zwischen Nord und Süd ein Gefälle, aber auch bei der SPD. Also diese Gefälle, die gibt es überall. Wir sind natürlich eine gesamtdeutsche Partei und werden natürlich schauen, wie wir gerade im ländlichen Raum im Westen unsere Themen besser an den Mann bringen müssen. Dort müssen wir eigentlich mehr verstärkt Wahlkampf machen und das werden wir in Zukunft auch tun. Denn ich denke auch die sozialen Themen und das hat sich ja eigentlich auch in diesem Wahlkampf gezeigt, dass zum Beispiel die Klimahysterie, über die hier diskutiert wurde, das war nicht das Wahlkampfbestimmende Thema. Das sieht man ja auch am Ergebnis der Grünen, sondern hier geht es um die Themen sichere Arbeit, um die Kostenexplosion, was die Inflation angeht, um sicheren Mietraum, um Kosten, ob die Kosten überhaupt noch zu tragen sind, was Energiepreise angeht, was Benzin angeht. Und das müssen wir natürlich auch in den Westen tragen und das werden wir in Zukunft auch stärker machen. Ist dieses Wahlergebnis der AfD im Osten, Sie haben das angesprochen, ein starkes Wahlergebnis, vielleicht auch ein Fingerzeig für den Machtkampf in Ihrer Partei, dass die Tage des Parteichefs Meuthen, der ja für einen anderen Kurs steht, gezählt sind? Nein, ich werde mich jetzt nicht in Personaldiskussionen begeben. Insgesamt fühle ich mich natürlich sehr wohl gestärkt, auch mit dem sächsischen Ergebnis. Das ist natürlich ganz klar. Ich bin dort Spitzenkandidat. Ich denke, wir haben mit einem ruhigen, mit einem sehr konzentrierten Wahlkampf gepunktet. Das müssen wir jetzt erstmal analysieren. Und man sieht mittlerweile, dass man an uns als Volkspartei, und Sie hatten es ja im Vorbericht auch schon gesagt, nicht mehr vorbeikommt. Wir sind gesprächsbereit mit allen anderen Parteien. Das muss nun auch die CDU begreifen, dass es an uns nicht vorbeigehen kann mehr. Die Wähler wollen das. Die Wähler wollen, dass die AfD mitbestimmt. Und das müssen die Altparteien mittlerweile den Wählern erklären, wenn sie das nicht mehr tun und uns weiter ausgrenzen wollen. Soweit die Meinung von AfD-Parteichef Tino Chrupalla. Herzlichen Dank nach Berlin.